Und insgesamt gibt es noch im Vorwege etwas zu klären im Zusammenhang. Das ist das erste im Zusammenhang mit der Gesamtringvorlesung entstand der Gedanke, im Sommersemester begleitende Exkursionen anzubieten für diejenigen, die daran Interesse hätten, um überhaupt zu sehen, ob ein Interesse besteht, um zu Bauernhöfen oder Institutionen, die für die Landwirtschaft wichtig sind und die hier im Umfeld, im engeren Umkreis von Lüneburg liegen. Um dieses Interesse auszulosen, habe ich eine Liste mitgebracht, in die Sie sich mit Namen, Mailadresse oder lieber Mailadresse als Anschrift, dann aber notfalls auch letzteres, eintragen können. Wann das ist, wissen wir noch nicht. Wir erheben heute zusammen mit der SLU zunächst nur das prinzipielle Interesse. Es ist sicherlich nicht vor Mai oder Juni damit zu rechnen. Wenn man rausgeht auf Exkursionen, dann möchte man es draußen auch ein bisschen annehmlich haben. Man wird sicherlich nämlich so etwas, wenn es um Landwirtschaft geht, nicht bloß wie im Moment hier indoor zu beraten haben, sondern man muss outdoor rausgehen. Und dann muss es draußen einfach ein bisschen angenehmer sein. Ich bitte eigentlich Studierende und Nicht-Studierende gleichsam in dieser Hinsicht genau zu prüfen, ob wirklich Interesse besteht, wenn es sich um Sicherheit handelt. Samstagtermine handelt. Was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. Und dann jeweils ganz täglich. Ich mache im Zuge der Wirtschaftsgeografie Grundlagenvorlesung immer die Erfahrung, wenn ich dann Exkursionen ansetze, es sind zwei und eine davon liegt auf dem Samstag, kollidiert das immer mit vielen anderen Kompaktterminen. Das ist dann, stellt sich eigentlich immer als problematisch heraus und da vielleicht im Vorhinein ein bisschen abwägen, ob das Interesse, dass man womöglich per Unterschrift Namenszug hier einträgt, wirklich haltbar ist oder nicht. Das ist das eine. Das Zweite, worauf ich einzugehen habe, geht dann schon in die heutige Thematik. Wir haben nur eine Referentin heute. Der zweite Referent, der aus Berlin von den Prinzessinnengärten käme, der konnte leider nicht, der ist verhindert. Wir werden ihn trotzdem dabei haben, per Videostream. Es gibt im Internet dazu einen sehr interessanten Videoclip und den werden wir einspielen. Das wird unsere Referentin heute auch machen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir hier noch zwei Vertreterinnen, die hier in Lüneburg nicht Permafrost, aber Permakultur umsetzen wollen. Das hängt mit dem Thema heute zusammen. Wenn es um Permakultur geht, dann hat das auch etwas mit urbanisierter Landwirtschaft zu tun. Und dazu gibt es jetzt ein paar Worte, denn wenn ich das richtig verstanden habe, das Projekt kommt noch oder steht vor der Umsetzung und Sie suchen noch Mitstreiter. Mehr weiß ich noch nicht, aber erfahre sicherlich zusammen mit der Hörerschaft gleich mehr. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Tag. Wir wollen eine Einladung aussprechen und wir sind die Gruppe des Permakulturgarten Lüneburg und Landwirtschaft in der Stadt, das ist auch so ein bisschen unser Thema. Wir wollen zwar nicht städtische Räume umfunktionieren, sondern wir nutzen städtische Räume, die schon landwirtschaftlich genutzt werden, im Kleingarten. Wir sind 5 Studenten, die im Rahmen meiner Nachhaltigkeits- und Humanwissenschaften sich zusammengefunden haben. Und wir wollen dieses gemeinsame Gartenprojekt starten, in dem es um Permakultur geht, genau. Und wir arbeiten mit dem Grundsatz der Ernährungssouveränität. Das ist eigentlich eine Bewegung, die kommt aus dem südamerikanischen Raum. Und die beschäftigt sich sehr viel mit selbstbestimmter Produktion und dem Recht jedes Menschen und aller Völker auf sozial, kulturell und ökologisch angepasste Nahrung. Also es geht ganz viel um Demokratisierung und Beteiligung jedes Menschen in unserem Lebensmittelsystem, von den Produzenten bis zu den Konsumenten. Das sollte nicht bestimmt sein von großen Konzernen, sondern jeder sollte beteiligt sein in diesem Prozess. Genau, und als Methode, das umzusetzen, dieses große Konstrukt Ernährungssouveränität, haben wir uns die Permakultur erwählt und
Permakultur hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört von euch. Das ist sowohl eine Philosophie als auch eine Anbaumethode. Und es geht eigentlich darum, um diese Idee eines sich selbst erhaltenden Ökosystems, also ein Denken in Kreisläufen und ein nicht von äußerlichen Input abhängigen Ökosystem. Genau, und das wollen wir umsetzen in unserem gemeinsamen Garten durch Gärtnern, durch Austausch und Spaß. Und zwar haben wir eine Parzelle und dort werden wir einmal im Monat Workshops anbieten, zu denen man kommen kann. Das ist immer der erste Samstag im Monat und das fängt jetzt im März an, dauert bis Oktober. Genau. Wo ist eigentlich die Tür? Entschuldigung. Da. Steht jetzt hier alles auch noch? Super. Nur noch mal kurz für euch als Info, damit ihr genau wisst, wo ihr uns finden könnt oder wie wir auch dazu gekommen sind. Das Modul, was ihr, einige von euch vielleicht kennen, ist aus dem meiner Nachhaltigkeits-Humanwissenschaften, der sich ja über 3 oder 4 Semester, glaube ich, zieht. Und dafür waren wir eben auf der Suche nach einem Partner, bei dem wir irgendwie praktische Erfahrungen und auch Wissen sammeln können, eben auch im Austausch mit anderen Studierenden oder eben noch anderen Partnern. Da sind wir auf den Dachverband der Kleingärtner hier in Lüneburg gestoßen, die eben in der Region ein paar Kleingärtnerverbände irgendwie auch betreuen. Und die haben uns eine Parzelle gestellt an der Blicke der Landstraße. Das kennt vielleicht auch ein paar von euch, das gegenüber von der Kaserne und der Flüchtlingsunterkunft, jetzt auch Blicke der Landstraße 68. Und da werden wir in dem Vereinshaus, was ihr da hinten auf dem Bild erkennen könnt, am 6.2. um 15 Uhr unser erstes Treffen haben. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, wenn ihr Lust habt. Genau, also hier sind nochmal die Termine. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne an mich eine E-Mail schreiben. Genau, oder uns auch, wenn ihr mögt, nochmal ansprechen, jetzt nach der Veranstaltung. Genau, das war unsere kurze Einladung. Dankeschön. Danke. Die Worte, die eben gesprochen worden sind, die werden gleich auch eine bildliche und auch audiovisuelle Untermalung erfahren. Das darf ich bestätigen, allein wenn es um den Teil Prinzessinnengärten in Berlin geht, wofür wir dann eben auch ein Video statt des zweiten Referenten einspielen können, dann wird das nochmal sehr deutlich, um zu zeigen, was in so einem Garten gemacht werden kann. Stichwort Ernährungssouveränität, das tauchte ja auch schon in der letzten Einheit auf, vor einer Woche, als wir im Glockenhaus waren. Da war das im Zusammenhang mit Ländern, die noch unter der Ägide sich entwickelnde Länder bezeichnet werden, da war das ganz wichtig. Dieses Stichwort Ernährungssouveränität, da tauchte es auf und das wird auch heute im Zusammenhang mit Gärten oder Gartenbau in der Stadt wiederum auftauchen, der laut in ganz anderen Zusammenhängen. So, damit der Vorrede fast genug. Ich darf unsere heutige Rednerin vorstellen, das ist Kasia Klein vom Gartendeck Hamburg. Sie wird uns in das, was jetzt neuere Gartenkultur in der Stadt bedeutet, also Landwirtschaft, urban, da wird sie uns jetzt hineinführen, hinein begleiten. Und ich bin gespannt auf diesen sehr ergänzenden Aspekt, den wir im Zuge dieser Vorlesung akquirieren konnten. Denn das ist ja etwas, was normalerweise aus diesem landwirtschaftlichen Umfeld herausführt. Aber das weiß ich jetzt auch schon, wenn nachher in einem weiteren Videostreifen das Beispiel Kuba kommt, wird plötzlich deutlich, dass urbaner Gartenbau tatsächlich in der Lage ist, doch einen nennenswert hohen Teil zur Sicherung, zur Ernährungssicherung, eben zur Ernährungssouveränität beizutragen.
Aber ich will nicht zu viel versprechen oder zu viel vorwegnehmen. Sie sind am Zug. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Und herzlichen Dank erstmal für die einführenden Worte, Herr Pietz. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit heute erhalte, über eine doch recht junge und doch trotzdem schon recht fruchtbare Gartenbewegung, ein gesellschaftliches Phänomen, könnte man sagen, zu berichten und vielleicht einen Einblick zu geben in die Praxis, die ich in den letzten Jahren selbst erworben habe. Als ich diese Woche erfahren habe, dass Marco von den Prinzessinnengärten nicht hier sein wird, habe ich mir so ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie ich diesen Begriff von urbaner Landwirtschaft und Leben füllen kann, weil im Gegensatz zu Marco ich nicht diejenige bin, die in der Weltgeschichte rumreist und jede Woche in einem anderen Gartenprojekt sich befindet. Und deswegen, wie von Herrn Pietz schon angesprochen, werde ich einfach anfangen mit einem kleinen Videoclip. Das sind 10 Minuten, in denen Marco, das ist der auf der rechten Seite von euch aus gesehen, und Robert Shaw, sein Kompagnon, die als Mitbegründer oder als Begründer der Prinzessinnengärten bekannt wurden, was sie zu dem Thema zu sagen haben. Erstmal, the floor is yours. Wir haben ja keinen geschlossenen Garten, der jetzt, sagen wir mal, sich abgrenzt von der Stadt und seinen Bewohnern, wie vielleicht der Schilbergarten in der einen oder anderen Form oder der private Hausgarten. Und wir wollen ja einen Garten, der sich öffnet zur Stadt, der sozusagen mit der Stadt, mit der zeitgenössischen Stadt kommuniziert, sich austauscht und dadurch wächst. Weil wir haben nicht den Plan, wie der Garten aussehen soll am Ende, sondern der wächst organisch in diesen Austausch. Da kommen Leute von der Uni mit den Stadt mit einem Projekt, ja, im Bereich meinetwegen Ökolandbau. Oder es kommt eine Künstlerin aus Schweden, die sich in so ein Kartoffelthema eingegraben hat, wenn man das so sagen kann, und dann mit uns ein Projekt startet. Oder es kommen die Nachbarn, die Träger aus der Nachbarschaft, die Integrations- oder Gesundheitsarbeit machen und wir versuchen mit denen uns auszutauschen. Also es ist nicht nur eine Vorliebe von uns, das ist vielleicht auch, aber es ist vor allen Dingen auch das produktive Element. Ja, was den Garten tatsächlich definiert, ist diese Offenheit für Kooperation mit Menschen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und damit sozusagen wie auch ein Garten an Schönheit und Fülle und Produktivität gewinnt, indem man denkt. Könnte es eigentlich sagen, dass es die Leute herkommen. Das Gemüse ist quasi der Aufhänger an universale Gemüse, die das definiert. Ich glaube auch das Elementare daran, ne? Also auch die, das mit der Erde zu tun haben. Und Gemüse ist auch was anderes als, sagen wir mal, Blumen, weil das tatsächlich auch nicht nur einen ästhetischen Reiz hat, den hat es auch, aber weil es wirklich notwendig ist. Und dann auch, glaube ich, auch, was die Leute, was sie auch alle miteinander verbindet, ist, wenn sie in den Garten kommen, diese Erfahrung von Langsamkeit. A, dass gearbeitet wird, das ist ein Unterschied zum Café oder zum Park auch, weil da eigentlich auch nicht gearbeitet wird, aber hier wird gearbeitet. Was das Reinkommen in den Ort, wo diese Art von kümmernder Tätigkeit passiert und wo auch diese Langsamkeit, auch dieses Ausgesetztsein
dem Klima, den Bodenverhältnissen, den Wasserverhältnissen, das sorgt für eine ganz spezielle Atmosphäre der Ruhe. Also selbst wenn es hier drumherum wirklich geschäftig und hektisch und laut ist, bedeutet durch diese rosa Pforte, die wir da vorne haben, zu treten, in ein anderes sozusagen Reich einzutreten, von einer anderen Zeit auch gilt. Und ich glaube, das merkt, spürt jeder, egal woher er kommt. Und ich glaube, das ist auch gartenspezifisch. Wir haben nicht den Masterplan, wir wissen nicht, wir sind keine Landschaftsarchitekten, die wissen, so und so soll der Garten aussehen und die Funktion soll er haben, sondern wir wollen lebendige Interaktion zwischen dem Garten und der Nachbarschaft. Und sozusagen, das ist ein offener Prozess. Und wesentlich dafür ist halt auch unser Dilettantismus, ne? Dass wir tatsächlich ganz offen zugeben, wir haben von den meisten Dingen keine Ahnung. Und wir sind auch angewiesen, dass man uns unterstützt. Wir können höchstens Verbindungen herstellen. Ne? Ich mache auch ganz speziell noch mal diesen Prozess von irgendwer kommt hier rein, fragt, kriegt eine Antwort und dann sagt er, man könnte ja auch das Regenwasser von einem Containerdach sammeln. Und dann sagt er, ja, könnte man, wenn du das willst, dann mach das doch einfach. Das ist diese lustige Punkt, wo Leute denken vielleicht irgendwie ein Stück weit mit oder in eine bestimmte Richtung mit und dann kann man tatsächlich ist es mit Spaß sagen, ja, dann los. Wir haben abgeschoben, wir stellen dir, was wir haben, zur Verfügung. Wir schaffen es alleine sowieso nicht, wir kommen nicht hinterher. Das ist ja partizipativ alles von mir. Und für mich persönlich ist nachhaltig zu arbeiten, heißt auch ökonomisch nachhaltig zu arbeiten. Sprich, letzten Endes auch zu beweisen, ein soziales Projekt kann fähig sein, sein eigenes Geld zu verdienen. Und das ist eher was Schönes und was Ehrliches, auch für den Garten zu zeigen, dann keine Grüße zu verschenken. Wir verkaufen das, auch wenn wir damit nie relevant Geld verdienen werden. Der Menge an Gemüse, die wir produzieren können, geht es einfach auch auf einer symbolischen Ebene darum zu zeigen, das ist gut, wenn ein soziales Projekt wirtschaftlich denkt und auch wirtschaftlich arbeiten will. Uns ist eigentlich wichtig, wo ist das hergestellt, wer hat das wie hergestellt. Dass wir den Leuten auch sagen, es gibt tolle Produkte aus der Region, ja, probier das einfach mal. Oder wir wollen halt auch ein Restaurant aufbauen, um die Sache wirklich auch vor Ort zu verkochen oder einzumachen, um den ganzen Kreislauf zu haben. Also von der Kompostierung zum Sehen, zum Pflegen, über das Ernten und dann verkochen und verspeisen. Wir wollen die Dinge wieder zusammenbringen, sodass wir einen Ort haben, wo Leute das tatsächlich einmal erfahren. Das gehört zusammen. Und dass wir auch sagen, okay, wir sind jetzt nicht dogmatisch, wir sagen jetzt nur Bio oder kein Fleisch, aber dass wir so eine Sensibilität herstellen. Ja, dass wir sagen, okay, wenn ihr Fleisch esst, dann sozusagen hat das die und die ökologischen Kosten und das könnt ihr euch nicht so oft leisten. Ja, genauso mit Bio-Lebensmitteln, dass wir sagen, das ist aber nicht nur ein Dogma, sondern das ist auch eine Qualität. Ja, das ist ein Wert, weil die Art von Produkt so frisch, ja, und in der Vielfalt ist es so nirgendwo. Ja, und dass wir das einfach versuchen, auch Leuten näher zu bringen, die jetzt nicht unmittelbar sowieso einen Bezug dazu haben. Eure Ideen sind stark, denn eure Schritte sind wirklich stark. Eure eigene Meinung hat das stark gemacht. Jo, wir schaffen das alle zusammen. Gruppe zu Gruppe, Gruppe zu Gruppe, Gruppe stand dabei in den Kreativität zu wechseln. Es hat Spaß gemacht, ey Mann, wem sagst du das? Habt ihr nicht gezeigt, was ihr auf dem Herzen habt? Die finden Stimmen in dem Bodenplatz, besessen im Garten, ja genau am Bodenplatz. Kreativ und erkennt sich im Kopf, ja das weiß ich, denn es beweist dich, dass keiner euch gleich ist. Ich glaube, an dieser Stelle ist es nämlich nochmal wichtig, auch zu betonen, dass Marco und Robert bzw. der Prinzessinnengarten zwar eine sehr prominente, eine sehr starke Stimme in dieser Urban Gardening-Szene sind, aber auch nicht unbedingt das Nonplusultra, also die Lösung der urbanen Gärten 1:1
übertragbar ist auf alle anderen Gärten. Das heißt, urbane Gärten sind sehr unterschiedlich und das liegt hauptsächlich daran, dass die Konditionen, in denen sie arbeiten, in denen sie anfangen zu gärtnern, sehr unterschiedlich sind. Bevor ich anfange, noch mal tiefer darauf einzugehen. Eine Sekunde. Zeige ich euch hier nochmal ein Bild der Prinzessin-Gärten, dass ihr einen Gesamteinblick in den Garten bekommt, der gerade vielleicht im Film so ein bisschen gefehlt hat. Und das nächste, worauf ich nochmal eingehen möchte, sind so ein paar Zitate aus diesem Video, gerade auch deswegen, weil wir gerade so ein paar technische Probleme hatten. Die Grundaussage, die Marco und Robert getroffen haben, war, dass der Garten eigentlich ein Produktionsort ist und ein Kommunikationsort. Und sie haben es beschrieben als, wir wollen lebendige Interaktion zwischen dem Garten und der Nachbarschaft herstellen. Und wesentlich für diesen Prozess ist unser Dilettantismus. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gelungene Stelle und muss auch sagen, dass aus meiner Perspektive aus Hamburg das ein ganz, ganz wichtiges Element ist, dass die meisten Menschen, die anfangen, in der Urban Gardening-Szene sich aufzuhalten, gar keine Ahnung haben von Gärtnern. Also es sind Leute, die haben meistens noch nicht mal den Salat selbst gezogen und trotzdem ein ganz großes Interesse da ist, ein ganz großes Bedürfnis auch, sich mit nachhaltigen, mit ökologischen Kreisläufen, wie auch immer, zu beschäftigen. Und um diesem Interesse tatsächlich, um dieses Interesse in Handlung umzusetzen, ist es vonnöten eigentlich, dass man offen zugeht auf Leute mit unterschiedlichen Interessen und sich immer wieder auf neue Erfahrungen einlässt. Das ist ein ganz wesentliches Element der Urban Gardening-Szene, die vielleicht in der normalen Landwirtschaft gar nicht so stark eine Rolle spielt, also das Voneinanderlernen. Die Ziele, die Marco auch nochmal herausgestellt hat, waren zum einen, es herzustellen, eine Sensibilität für lokale Lebensmittelproduktion und ökologische Kreisläufe in den Köpfen der Menschen nochmal zusammenzubringen und auf der anderen Seite eine, wie Robert es dann sagte, die Wirtschaftlichkeit sozialer Projekte, also die Nachhaltigkeit sozialer Projekte durch ihre Wirtschaftlichkeit auch nochmal zu formulieren. Ich glaube, dass gerade der zweite Punkt ist einer, der sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, je nach Garten und je nach Gartensituation. Und da möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass auch hier besonders die Flächenverhältnisse eine ganz wichtige Rolle spielen in der Ausrichtung des Gartens. Es ist nämlich so, dass der Prinzessinnengarten von Anfang an, das Land wird ihnen nicht geschenkt, sondern sie müssen eine Miete zahlen, die ist ziemlich hoch. Das heißt, aus dieser Grundkonstitution ergibt sich für sie eigentlich diese Notwendigkeit, dass sie auch ökonomisch wirtschaften müssen. Bei anderen Gärten ist das anders und beim Gartendeck auch, und dazu komme ich gleich noch. Trotzdem gibt es bestimmte Merkmale. Der Garten, der sich zur Stadt hin öffnet, diese Offenheit für Kooperation, das Umnutzen von städtischen Ressourcen, das Denken in Kreisläufen, das sind alles Elemente, die sich eigentlich durch die Bank weg in den urbanen Gärten wiederfinden. Das einzige Element, bei dem ich nochmal auch widersprechen möchte, ist die mobile urbane Landwirtschaft, weil das ein Element ist, das zwar den Prinzessinnengärten zu eigen ist, aber bei vielen anderen Gärten durchaus die Bereitschaft besteht und auch der Wunsch besteht, an einem Ort zu bleiben. Aus diesem Verständnis von urbaner Landwirtschaft, das sich aus dem Prinzessinnengarten heraus ergibt, habe ich mal so ein bisschen im Internet geschaut, was ich denn sonst noch finde an Definitionen, weil ich dachte, irgendwie entspricht das gar nicht so wirklich meiner Definition von urbaner Landwirtschaft, die Marco da präsentiert hat oder versucht hat zu umschreiben. Und statt dem ersten Wikipedia-Artikel habe ich mich für den zweiten entschieden. Das ist ein Beitrag von Philipp Stierand, der einen Blog seit 10 Jahren, der sich seit 10 Jahren mit dem Thema Stadt und Ernährung auseinandersetzt und mittlerweile den Blog Speiseräume führt. Er beschreibt die urbane Landwirtschaft als die Nutzung von Land in Ballungsräumen oder dessen Peripherie zum Anbau von Lebensmitteln. Also ganz, ganz simpel, eine ganz
dünn, eine ganz schmale Definition und geht nochmal ein bisschen tiefer ein, indem er sagt, die Nutzung erfolgt in der Regel für den Eigenbedarf, ist also kein Verkauf. Und ist eng mit dem Sozialleben, den ökologischen und wirtschaftlichen Kreisläufen der Stadt verbunden. Formen der Landwirtschaft, der urbanen Landwirtschaft, sieht er unter anderem auch in Kleingärten, in Hausgärten, die in meinem Verständnis auch wieder eigentlich diesem zweiten Absatz gar nicht gerecht würden und dem so ein bisschen widersprechen. Und dann diese neueren Formen von Dachgärten, Gemeinschaftsgärten, Gemüse-Selbsternte beten, das sind welche, die am Stadtrand eigentlich von den Bauern bewirtschaftet werden und am Wochenende von Leuten besucht werden, die eigentlich nur die Erntearbeit machen. Die eigentliche Pflege wird aber von den externen Bauern übernommen. Und Community Supported Agricultures ist ein relativ neues Konzept, das eigentlich sowas ist wie ein Bauernhof, der seinen Ertrag nicht verkaufen muss, weil die Konsumenten gleichzeitig einen Beitrag leisten, damit der Bauernhof überhaupt wirtschaften kann. Das heißt, man bezahlt einen kleinen oder einen größeren Teil auch, gibt den in die Gemeinschaft rein und bekommt danach einen Teil des Ertrages zurück. Interessanterweise fand ich, dass Philipp Stierand die bestehenden ökologischen Farmen, die ökologischen Betriebe, die in der Peripherie der Stadt derzeit schon vorhanden sind, gar nicht wirklich als urbane Landwirtschaft bezeichnet hat. Er hat das als städtische Landwirtschaft bezeichnet und sagt damit gleichzeitig, die bestehenden Betriebe richten sich zwar an die Städte, aber sie interagieren nicht mit den Städtern und sie haben folgen vielmehr dem Prinzip einer ländlichen Landwirtschaft und deswegen hat er sie gar nicht mit in die Definition eingenommen. Ich finde, darüber lässt sich auch streiten. Aber diese unterschiedlichen Informationen, diese unterschiedlichen Definitionen und auch mein Problem damit, über urbane Landwirtschaft zu sprechen, wenn ich über meine eigene Praxis spreche, kommt vielleicht so ein bisschen daher, wo ich herkomme, nämlich vom Gartenleck. Und das ist mitten auf St. Pauli, neben der Reeperbahn, ist ein Flachdach und hat nur sehr wenig Kontakt tatsächlich zum richtigen Boden. Eigentlich ähnliche Verhältnisse wie beim Prinzessinnengarten. Und doch ist es ein ganz anderes Konzept von Garten. Wir verstehen uns in erster Linie als soziales Projekt, als politisches Projekt und als ökologisches Projekt. Und erstes Prinzip ist bei uns, dass das Gemüse keinen Preis hat. Es geht nicht darum, marktwirtschaftlich irgendwas zu verkaufen. Es geht nicht darum, wieder einen Mehrwert zu schaffen, zumindest nicht monetär, sondern es geht darum, soziale Interaktion aufrechtzuerhalten und oder neu zu schaffen. Das heißt, unser erstes Ziel ist erstmal, dass unterschiedliche Menschen zusammentreffen um den Gegenstand des Gärtens herum. Das Nicht-Kommerzielle ist dabei uns sehr wichtig eigentlich, weil wir, wie viele andere Gärten auch, finden, dass Geld zumindest in der kapitalistischen Logik durchaus einfach ein Projekt nochmal verändert, was nicht bedeutet, dass wir kein Geld brauchen, aber dass wir es nicht versuchen, durch die Produktion von Essen reinzubekommen. Und dadurch verstehen wir uns auch nicht als Produzenten von Nahrungsmitteln und damit auch nicht als urbane Stadtgärten oder sowas, sondern tatsächlich als Gärten. Unser Hauptziel neben dem sozialen Miteinander im Garten ist eigentlich, findet auf einer politischen Ebene, auf einer stadtpolitischen Ebene statt, wo es darum geht, städtische Räume selbstbestimmt zu gestalten, die in Hamburg immer weniger werden, die bebaut werden. Es fehlt an Grünflächen, es fehlt an Freiräumen, besonders auch St. Pauli, es gibt viel Tourismus etc. etc. Und es gibt eigentlich sehr wenig Spielraum für die Bürger, ihr eigenes Umfeld mit zu gestalten. Auch da kommt wieder der Aspekt der Landwirtschaft
rein, und zwar nicht zu stark dadurch, dass die Leute, wie gesagt, sich durch unser Gemüse ernähren, sondern dadurch, dass wir stadtpolitisch und dann darüber hinaus Lebensmittelproduktion thematisieren. Wir fragen, was bedeutet es, wo kommt unser Essen her? Ganz simple Fragen. Was machen Transportkosten aus? Ich weiß nicht, welchen Einfluss hat Monsanto auf die Saatgutproduktion? Es kommt immer ganz drauf an, auf das Publikum, aber es geht uns immer wieder darum, auch die industrielle Landwirtschaft kritisch zu hinterfragen, Fragen auch wieder in die Praxis reinzubringen. Und hier auch nochmal bei dem Nichtmobilen, das ist uns nämlich auch ganz wichtig. Wir finden nämlich im Gegensatz tatsächlich zum Prinzessin-Garten, dass es gar nicht ein Vorteil ist, immer wieder seinen Standort wechseln zu können, sondern finden, dass ökologische Kreisläufe und soziale Gefüge vor allen Dingen Zeit brauchen. Die müssen an einem Ort wachsen, die müssen gedeihen und dafür können sie nicht einfach immer wieder umgezogen werden. Und daraus ergibt sich auch ein Verständnis, dass wir halt der schnell sich ändernden Stadtpolitik gar nicht unbedingt nachhaschen wollen, im Sinne von, hey, da gibt es wieder einen neuen Zwischenraum, den können wir nutzen, sondern wir möchten mit Verstetigung, mit einer Stetigkeit an einem Ort eben auch entgegenwirken. Diese unterschiedlichen Verständnisse von Urban Gardening, auch Urban Farming, was da auch immer alles dazugehören mag, ergeben sich in so einem breiten Verständnis vielleicht auch daraus, dass es zwei ganz grobe Stadtverständnisse gibt. Und zwar auf der einen Seite die wachsenden Städte und die schrumpfenden Städte. Nehmt diese zwei Begriffe nicht zu eng. Aber bei den wachsenden Städten, das sind halt so diese prosperierenden Städte, Großstädte, von denen es immer mehr gibt auch. Auf der einen Seite, die gekennzeichnet sind durch eine hohe Ballungsdichte, Spekulationen mit Raum, hohe Mieten und auch gerne der Begriff der Gentrifizierung, der damit reinfällt, viel Beton, wenig Grünflächen, viel Feinstaub, halt so diese klassische Großstadt, die man im Kopf hat. Was aus diesen Problemlagen, sind es ja eigentlich, also Problemlagen im Alltag, begegnet, entstanden ist, ist in den letzten Jahren sowas wie eine Recht auf Stadtbewegung, Leute, die sich zusammenschließen und immer wieder darauf pochen, dass die Stadt ihr Lebensraum ist und sie diesen mitgestalten wollen und das halt auch sich in der Urban Gardening-Szene wiederfindet. Das heißt, viele Gärten werden verstanden in diesen Ballungsräumen als Raumaneignung, als Methode zur Raumaneignung in der Stadt und auch als Begegnungsort, um der zunehmenden Anonymität in der Stadt zu begegnen, indem halt soziale Integration und ein soziales Miteinander geschaffen wird. Und nicht zuletzt dann auf einer persönlichen Ebene nochmal der Garten als Ruhepol wirken kann, um Stress abzulehnen. Gleichzeitig neben diesem rein persönlichen Engagement, das doch auch sehr vielfältig ist, also es von 20-Jährigen, würde ich sagen, fängt das ungefähr an, bis 80-Jährige, die bei uns im Garten sich austoben und austauschen, ist das Prinzip der Urban Gardens und auch des Urban Farmings, hat auch mittlerweile Einzug gefunden in stadtpolitische Dokumente, in stadtstrategische Dokumente, was relativ für uns erstmal ziemlich überraschend war, weil wir uns immer gar nicht ernst genommen vorgekommen sind. Am Anfang waren das halt die Latte Macchiato-Trinker, die irgendwie romantisch in ihrem Garten was schnippeln und dachten, sie machen was Politisches. Und also alle haben so ein bisschen was geschmunzelt und auf einmal ist es erstmal auf der stadtpolitischen Ebene angekommen als Instrument, mit dem man auch die Stadt verändern kann und zwar nicht nur bezüglich einer Sozialstruktur, sondern zum einen halt auch die Grundstruktur und zum anderen dann aber auch nochmal langfristig gesehen als Methode zur Anpassung an den Klimawandel, in dem damit argumentiert wird, mehr